Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wir müssen jetzt jemanden finden. Ich weiß nicht wen. Ich weiß nur da. Oh, scheiße, nee. Oh, bitte. Bitte. Na, mach ich gleich. Ich hab jetzt keine Zeit mehr. Okay, ich reite da jetzt erstmal hin. Das dauert jetzt ein bisschen was und ich schalte dann gleich wieder ein, wenn ich in der Nähe bin. Bis gleich. Hallihallo. Da bin ich wieder. Jo, da oben sind wir gleich am Ziel. Diese Zone ist tabu. Und ich hoffe, ich kriege noch mal eine Belohnung für die Scheiße, die ich da gerade gemacht habe. Oder machen musste. Ich glaube, wir kämpfen auch zu Pferd. Das ist jetzt gerade besser. Da liegt der Ivi! Okay. Hesper, nimm Zalika und versteckt euch! Ich dachte, du liegst tot in der Arena. Wir hatten eine Abmachung, Thanasis. Du bist ein verdammter Narr. Ich habe Corsair ausgewählt. Wow! Acht Jahre alt war. Er gehört mir. Ich weiche nicht zurück! In der Duat wird dir nichts mehr gehören. Du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Ah, ich weiß genug. Du wärst ein guter Gladiator geworden. Wie viel hätten wir verdienen können? Upsala Foto. Du bist jetzt ein freier Mann, Corsair. Wir werden unseren Sohn nach dir nennen. Oh, ein Sohn? Eure Familie bekommt Zuwachs? Ja. Und dank dir wird Corsair so hier sein, um es mitzuerleben. Es ist nicht viel, aber bitte nimm es. Ich brauche es nicht mehr. Leb wohl, mein Freund. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich wieder. Ganz ehrlich, ich hoffe es nicht. Berserkerklinge, legendäres Sichelschwert, technisch untödlich. Cool. Und bitte einmal wieder die Schnellreise. Muss ich die mal direkt ausrüsten? Da ist eine Treppe. Habt ihr das gesehen? Da hinten waren Treppenstufen. Dann gucken wir mal mit der Ausrüstung. Na, was haben wir denn? Das ist für die kleinen Achterdamen und die, die ich da hab. Ja. Was haben wir denn als Bogen? Todessturm und der Pan. Der Pater. Oder Bottos Bogen. Das ist doch auch ganz hübsch. Uchala. Wo wollten die denn jetzt so schnell hin? Ha. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Kuh.
Belohnung, unser Meister Gladiator Polymestos ist geflohen. Spricht mit dem Lannister an der Gladiatorenschule. Unterhalte ich euch nicht? Danke, kleine Küstenname. Einmal außen rum, oder? Ja, außen rum. Nick Ennis, da bin ich gleich. Alle Wege führen in den Puff. Ich muss mal hier durchgucken. Titten. Finde ich hier wieder sowas? Oho. Ja, wartest du schon auf jemanden? Ich kann mich zu dir legen. Oh, schade, ist jetzt nichts mehr. Da wartet jemand auf Kundschaft. Also ich find's witzig. Tot. Ich kenne die Schmiererei. War so du nicht hast geplant, das war erst, als ich gesprungen bin, war... Ja, war zu spät. Mein Bester, der tragische Bär ist entkommen. Er ist blutrünstig und verrückter als eine läufige Hyäne. Ich habe ein Kopfgeld ausgesetzt. Gutes Geld, falls du überlebst. Warum nennt man ihn den Bär? Nicht so schnell, Ägypter. Ich heure dich nur an, wenn du beweist, dass du den Bär im Kampf auch wirklich besiegen kannst. Mal sehen, wie du dich gegen ein paar meiner besten Kämpfer schlägst. Überlebe! Dann reden wir weiter. Polymestor ist ein tödlicher Hurensohn. Er hat schon in allen Arenen der Republik gekämpft. Er brachte mir ein Vermögen. Dafür behandelte ich ihn wie einen König. Das beste Essen, die besten Huren. Hör mal, du. Vielleicht war ihm die Freiheit wichtiger. Meine Freiheit habe ich mir mit Schweiß und Blut in der Arena verdient. Ich bin nicht feige geflohen. Hör mal. Mir ist egal, ob diese elende Pestbeule lebt oder stirbt. Aber er hat mein Schwert gestohlen. Caesar gab es mir nach meinem letzten Kampf. Und ich will es zurück. Julius Caesar? Kennst du noch einen anderen Caesar? Also gut, Männer. Zeig diesem Ägypter ein paar römische Umgangsformen. Ja! Stirb, du Sau! Ich bin ein Meister! Stirb, du Hey, Malakia! Das war ein Schauspiel. Du bist ein Kämpfer. Habe ich mich bewährt? Ja, schon gut, wird nicht übermütig. Man munkelt, ein Gehöft östlich von Kyrene wurde überfallen. Fang dort an. Der elendige, thrakische Hundeficker wird nicht leise abtreten. Aber die Belohnung gilt für die Waffe. Hast du verstanden? Ich finde deinen Kämpfer. Und die Trophäe. Haha, so selbstbewusst. Das gefällt mir. Vielleicht vergieße ich eine Träne, wenn er dich zerfleischt. Das würde auch erklären, warum der Typ selber Angst hat, ihn zu suchen. Ist noch irgendwo was? Wow. Guck mal, dann bin ich da perfekt da in der Nähe. Perfekto. Mundo. Ist aber auch irgendwo ein Pferd gewesen.
Ach nee, komm, ich klau mir mal von da eins. Die stehen hier einfach nur so rum. Werden nicht bewegt, die armen Viecher hier. Oh, was kriegt mir noch? Nun ist Fede. Wer die Wahl hat, hat die Qual, ne? Wow. Idiotin. Oran. Ja, dann mal los. Reite wie der Wind. Bin ich da mit dem mein Bruder für ein Pferd in der Nähe und dann noch die anderen beiden. Und dann habe ich da alles voll. Und dann kann ich rein theoretisch mal, wenn ich nicht am Aufnehmen bin, na, diese ganzen Ebenen, die nicht aufgedeckt sind, sollte ich dann mal durchreiten und dann halt mal aufdecken, um zu gucken, ob da noch andere Aufgaben sind. Habe ich doch schon, Junge. Erreiche das Massaker auf dem Bauernhof. Ui. Okay, ich brauche definitiv ein Pferd. Stichwunden. Na gut, ich denke mal, die waren das nicht. Ich denke mal, die sind nur hingekommen wegen dem Fleischgeruch. Es sei denn, sie hatten Waffen. Aufgespießt und gefoltert. Wofür? Information? In den Rücken geschossen. Wollte er fliehen oder sich verstecken? Schwerter, Speere, Pfeile. Das glaube ich nicht. Das war kein einzelner Mann. Das war ein Massaker. Hier ist doch was drunter. Ein geheimer Keller. Verlassen, aber ich muss hier irgendwo noch was. Da ist ja noch was, aber wo? Meine Freunde und Retter, ich kann nicht länger mit gutem Gewissen hierbleiben. Ich fürchte, dass es auch euch großes Unglück bringen wird, mir zu helfen. Der Lannister will mich nicht gehen lassen und ich könnte es nicht ertragen, wenn meinetwegen noch mehr Menschen sterben müssen. Ich will doch nur ein neues Leben mit einer ehrbaren Arbeit anfangen, indem ich tagsüber angeln kann und eine gute Frau auf meinen Knien sitzt, wenn ich heimkomme. Euer dankbarer Freund Polymistos. Der Gaul steht da hinten, den nehmen wir direkt wieder mit. Ja, Pferd, den hast du jetzt selber nicht verstanden, ne? Na, scheiß was auf Straße folgen. Ich mach das jetzt so. Thank you.
Idiote. Oh. Wir haben ihn auf jeden Fall gefunden. Oh, das wird schief. Ich suche einen Gladiator. Den thrakischen Bär. Noch ein Handlanger des Lannisters. Wie viel zahlt er dir dafür, dass du mich umbringst? Er will nur sein Schwert. Ja, bedeckt mit meinem Blut. Wie hast du mich gefunden? Die Bauern? Tut mir leid, Polymestor. Deine Freunde sind tot. Das war das Werk des Lannisters! Ich gab ihm mein Leben und nun nehme ich mir seins! Ich hab das Schwert ins Meer geworfen. Hol es dir! Es brachte mir nichts als Unglück! Soll er mal machen, ne? Wir halten uns da raus. Da hinten? Okay. Ach so, wir sind nicht, ja. Na gut, dann schwimmen wir eben. Ach, wir sind am Meer. Jetzt merke ich das erst gerade. Wasser ist gleich ganz anders, ne? Da ist das Schwert. Ich rede mit Polymestor. Sieht viel blauer aus. Wir könnten es auch selber behalten, glaube ich. Wieso müssen wir denn jetzt nicht mehr so weit gehen? Ach so, da hinten stehen sie schon. Wo ist mein Schwert? Toll, und mein Pferd steht auch mittendrin wieder, ey. Komm und hol's dir! Ah! Hier ist der ägyptische Narr! Ich wusste, dass er mich zu dir führen würde. Beenden wir das! Ich laufe nicht mehr davon, Lannister! Hey! Ja! Was ist denn? Gib... Ich denke, er hat es verdient, ihn zu töten. Jawohl, er hat's verdient. Ja. Bei dem Kampf hätte selbst Charon geweint. Danke. Bayek. Bayek. Der Bastard hatte keine Ehre. Ich habe mir die Freiheit tausendfach verdient, doch ich brachte ihm zu viel Geld ein. In der Arena und den Betten reicher Römerinnen. Behalte Cäsars Schwert. Es gehört dem, der für Freiheit und Ehre einsteht. Danke. Ich beflecke es mit dem richtigen Blut. Dem geretteten Blut. Was hast du vor? Fischen, meine Netze flicken und mir eine gute und füllige Frau für den Lebensabend suchen. Ich mache das Beste aus meinem neuen Leben. Füllige Frau ist gut. Bin ich voll dafür. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir hier Pferd. Oh, da haben wir auch noch was da hinten. Was ist das denn? Sein Geheimdienst. Aha. Mhm. Aber wir machen jetzt erst hier meinen Bruder für ein Pferd. Weil wir jetzt hier schon mal in der Nähe sind. Ich muss gerade mal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Ein Gaul haben wir ja schon.
Obwohl ich ja nicht weiß, es kann auch sein, dass er natürlich ein bestimmtes Pferd haben möchte. Ich kann mir allgemein nichts dabei vorstellen bei dieser Quest. Ich glaube nämlich nicht, dass es das ist, wie es scheint. Oh. Wir sind doch viele Pferde. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Sehr viele Pferde. Sieht aus wie so eine Art Zucht oder sowas. Ja, wir springen jetzt da einfach hey, rüber. Ägypter, komm her! Okay, das klappt das nicht. Das sind die schlimmsten Meeren, die es gibt. Man sagt, kyrenäische Pferde sind die besten der Welt. Das stimmt. Deshalb hat dieser verfluchte römische Quartiermeister meinen preisgekrönten Hengst Hermes gestohlen. Hermes war nicht nur mein schnellstes Pferd, sondern auch mein bester Zuchthengst. Die Stuten vermissen ihn. Ich vermisse ihn. Ich bezahle dich. Du willst, dass ich ein Pferd rette? Ich liebe ihn wie meinen Bruder. Eigentlich ist mein Bruder ein Eselarsch. Ich liebe ihn mehr als meinen Bruder. Dieser betrunkene, stehlende Quartiermeister. Wahrscheinlich ist er mittlerweile schon in Pandochion in Achille. Das ist auf dem Weg nach Alexandria. Kannst du Hermes finden und ihn mir zurückbringen? Na ja, komm. Ich klaue dir aber eine deiner Zuchtstunden dafür. Das ist ein richtiger... Was sagt er, so ein Zuchtstall ist das hier. Dann leb wohl. Ist das ein Wagenrad? Was soll das denn jetzt? Kann ich jetzt hier... Erinnert mich an die Rennen im Hippodrom. Immer nur dieselben. Zack, klaue ich ihm mal halt eine Zuchtstute. Dafür, dass er einen Hengst kriegt. Gut, sein Hengst, aber naja. Hat da eine Schlange auf dem Weg? Krass. Dass die Esel alleine spazieren gehen, ist auch so komisch. Ich hätte ja, weiß ich nicht, so einer, der den wenigstens führt. Da ist ja der diebische Quartiermeister. Die Suche nach Hermes geht weiter. Anscheinend muss ich ein Attentat machen. Nutzt Hermes bei seiner täglichen Runde um die Festung. Okay. Also raus. Oh, ich wusste es. Hier wird eine Brücke gebaut, die irgendwie unsinnig ist, weil da eine andere Holzbrücke ist. Ja, aber vielleicht wollen sie ja unbedingt eine Steinbrücke haben, wer weiß. Okay, Leute, ich sag jetzt aber erstmal tschüss. Bis zum nächsten Mal.